Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play, Knight of the Eternal Throne. So, wir müssen mal schauen jetzt hier. Wir sind ja jetzt in den Körper von Valkorion gefangen sozusagen und konnten uns damit retten. Den anderen Part habe ich jetzt schon durchgespielt, komplett fertig. Ja, also Geschichte Hammer gewesen. Auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall sich das anzuschauen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Geschichte jetzt hier weitergeht, weil das ja hier komplett andere Charaktere hier zur Verfügung stehen. Ich habe ja natürlich hier kein Arkan und so weiter. Die gibt es ja hier nicht mehr auf dieser Seite. Und deswegen bin ich ja echt mal gespannt, wie die Geschichte sich hier verläuft. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Helokron finden, um uns, ich sag mal, hier aus dieser Welt zu befreien. So, dann schauen wir mal, wie wir das machen, ne? So, wir müssen hier lang. Ja, das sieht richtig geil aus, ne? Guck mal, Leute, hier. Hier, richtig gut gemacht. Eine Erinnerung. Aha. Hoppala. Guck an. Mehr von diesen komischen Erinnerungen, Nachtmare oder was auch immer. Pferd. Ah, noch so ein Viech hier. Ich weiß nicht, dieser Angriff gefällt mir am besten hier. Vortex der Erinnerung. Richtig geil gemacht. Wir sollen da lang, ne? Ja, wir sollen hier lang. Cortex ist Bewusstsein abgeschlossen. Ich weiß, dass ich jetzt Erinnerungen wachrufen muss, um diesen Weg hier freizuschalten. Beim letzten Mal habe ich versucht, hier irgendwie hier lang zu kommen, was natürlich zum Tode führte, sag ich mal so. Ja, deswegen suchen wir uns jetzt mal die verschutt gegangenen Erinnerungen, um den Weg freizuschalten. Ja, guck mal, da haben wir diese ganzen Punkte oben auf der Karte, seht ihr das ja? Oben rechts, wo wir hin müssen.
eine Erinnerung. Bruchstückhafte Erinnerung. Und da steht hier ran. Ich habe euch dazu angesprochen, Belin zu jagen. Und als sie euer Leben bedroht hat, zwang ich sie, sich vor dem Drachen von Sakun zu verneigen. Aber als ihr sie niedergestreckt habt, habt ihr ihren Geist entfesselt und mir den Schlüssel zu eurem Untergang gegeben. Er war gerade auf dem Lana gewesen, der Stadt. Lana Benico. So, weiter geht's. Falsch. Ich bin damit hier gekommen. Was Dusseliges. Also hier weiter. Der Thron. Hier, Arkham. Als mich mein Sohn niedergestreckt hat, habe ich mich geweigert, mich von der Sterblichkeit besiegen zu lassen. Auf der Suche nach einem neuen Bild ist mein Geist in euren Verstand eingedrungen. Ihr habt euch widersetzt. Na sicher, da widersetzen wir uns. Wählen zum Sprung. Im Gefängnis eures Geistes habe ich Experimente durchgeführt, um meine Neugier zu befriedigen. Ich habe euch meine Macht angeboten und ihr habt sie akzeptiert. Ich habe euch dazu gedrängt, Arkan zu trotzen und ihr habt schließlich sein Leben beendet. So ist es. In dieser Realität habe ich sein Leben beendet. In einer anderen Realität ist er mein Verbündeter. Guck an, wer der ist. Darth Maul. Ich habe so getan, als hätte ich euch auf Odessen verlassen. Aber das war eine List. Gefangen in eurem Verstand habe ich still beobachtet, wie ihr euch in meiner Abwesenheit verhalten würdet. Eure Stärke wuchs, eure Schwachstellen schwerten.
schmerzhafte Erinnerung, ja. Ah, Hacker. Hacker sich geopfert hat. Eieieiei. Wie der Zeit verblasste mit Neugier und ein Plan nahm langsam Gestalt an. Ich würde euren Verstand aushöhlen, euren Körper übernehmen und den ewigen Thron besteigen. Aber zuerst habe ich eine neue Waffe gebraucht, um eure Psyche zu erobern. Ja, aber Kyorin, das wirst du nicht schaffen, auf keinen Fall. So, jetzt musst du da auf... Ja, jetzt kann ich da runter. Muss ich die Jungs noch töten? Kannst du das auch? So.